Tesla ist wieder in der Erfolgsspur. Im letzten Jahr haben die Amerikaner mehr Autos ausgeliefert als in allen vorangegangenen Jahren zusammen. Erst in 2 Jahren wollen die deutschen Hersteller Tesla angreifen. Spät oder vielleicht sogar zu spät? Das wird die Zeit zeigen. Die Entwicklung läuft jedenfalls. Audi bündelt seine Kompetenzen in Sachen Elektromobilität mit der Schwestermarke Porsche. Schon der e-tron GT basiert auf dem Taycan der Sportwagenmarke. Künftig entsteht eine gemeinsam entwickelte Plattform namens PPE. Das steht für Premium Platform Electric. Sie soll für alle Modelle mit über 300 PS genutzt werden, denn dort endet der Elektrobaukasten der Konzernmutter VW. 2021 kommt der e-tron GT, der übrigens bis auf die fehlenden Türgriffe exakt wie die Studie auf den Markt kommt. Rund ein Jahr später geht der kleine Bruder mit dem Namen GTS an den Start. Unsere exklusiven Computerzeichnungen zeigen, wie das viertürige Coupé im Format des jetzigen A5 Sportback aussehen könnte. Auch der GTS könnte bis zu 500 PS und Fahrleistungen, die einem RS5 in nichts nachstehen sollen, mitbringen. Etwa zum gleichen Zeitpunkt, wie Audi den e-tron GT auf den Markt bringt, also 2021, zieht BMW mit dem i4 nach. Der besitzt ein ähnliches Format wie das aktuelle 4er Grand Coupé und soll auch gemeinsam mit den Verbrennerbrüdern in München vom Band rollen. Das Werk wird schon in diesem Jahr nach und nach umgerüstet, bei laufendem Betrieb. Optisch ähnelt der i4 stark der gezeigten Studie. Technisch verrät der Entwicklungschef, dass es verschiedene Leistungs- und auch Akkustufen bis hin zum Allrad, 600 km Reichweite und mehr als 400 PS geben soll. Und was planen die Wolfsburger in den Jahren nach 2020? Der ID. Aero wird das neue Flaggschiff der Marke. Er setzt den Phaeton und basiert auf dem gleichen Baukasten wie der kompakte ID. Neo oder auch der Bulli-Nachfolger ID. Buzz. So sportlich wie der Audi e-tron oder ein BMW i4 wird der Aero nicht. Er bietet aber viel mehr Platz und dürfte nicht teurer werden als ein Passat zum Beispiel heute. Kein Zweifel, diese drei deutschen Tesla-3-Gegner werden spannende Autos, die Verbrenner vergessen machen sollen, aber sie kommen eben erst 5 Jahre nach dem Mittelklasse-Tesla auf den Markt.